Computerlogbuch des Captains. 1. September 2151. Wir haben seit 2 Tagen keine Spur von dem fremden Schiff. Meine Crew hat in 48 Stunden geschafft, wozu das Waffenteam der Jupiter-Station mindestens 1 Woche gebraucht hätte. Es wäre untertrieben zu sagen, dass ich stolz auf Sie bin. Wir bereiten unseren ersten Test vor. Alle drücken die Daumen. Ich natürlich auch. Sind Sie sicher, dass da unten nichts weiter ist? Ja, Captain. Nicht mal eine Mikrobe? Ich möchte nichts ausradieren, was sich irgendwann zu empfindungsfähigen Wesen entwickeln könnte. Dort ist rein gar nichts. Archer an Lieutenant Reed. Unten alles klar? Ja, Captain. Wir fangen erst mal klein an. Schneiden Sie zunächst ein paar Meter von der Bergspitze weg. Ziel ist erfasst. Volle Energie auf die Hauptspulen. Phaserkanonen 1 und 2 sind bereit. Mr. Reed, die Ehre gebührt Ihnen ganz allein. Ich sagte ein wenig von der Spitze. Kanonen einfahren. Ja, Sir. Und Vorsicht da unten. Die Sprengkraft war 10-mal höher als erwartet. Was ist passiert? Irgendwas hat die Phasenmodulatoren überlastet. Der Plasmarückstoß hat die Relais auf Deck C und D zerstört. Ich habe eine anormale Anzeige in Hangar 2. Trip, T'Pol. Hervorgerufen? Das ist sehr wahrscheinlich. Es gibt eine sehr große Menge Energie ab. Über 600 Megajoule. Sie spielen mit uns. Wir sollen wissen, dass Sie uns vernichten können, wann Sie wollen. Sogar mit unseren eigenen Waffen. Egal, was es auch ist. Es hat die meisten unserer Systeme angezapft, darunter die internen Sensoren und Kommunikationssysteme auf jedem Deck. Aktiviere den visuellen Sensor J15. Ich nehme an, Sie haben dieses Gerät angebracht, weil Sie etwas mehr über uns erfahren wollten. Ich gebe Ihnen gerne eine kurze Lektion. Wir wollen uns hier keine Feinde machen. Aber dass wir nicht den Kampf suchen, heißt keineswegs, dass wir vor einem davonlaufen würden. Sie glauben vielleicht, dass Sie uns wehrlos gemacht hätten. Aber eins wollte ich Ihnen mal über Menschen verraten. So einfach gehen wir nicht auf. Wir werden unser Schiff verteidigen.